Hey, this is William Toll speaking to you. Well, in today's message, I want to make it very clear to you what the situation is in Germany and the world today, well, what my place is. And given this, give you the opportunity to ask yourself what your role in this is. Well, I am using a German voice to share the rest of my message with you. Es findet ein gewaltiger Kampf, sowohl auf physischer als auch auf geistiger Ebene statt, der zum jetzigen Zeitpunkt an Kraft zulegt. Deutschland steht in diesem Kampf im Mittelpunkt. In seiner einfachsten Darstellung handelt es sich um einen Kampf zwischen Gut und Böse. Ein Kampf, in dem sich auf der einen Seite ein himmlischer Gott der Liebe, die Familien und die Freiheit und auf der anderen Seite das, was wir die neue Weltordnung, NWO, nennen, gegenüberstehen. Die NWO macht sich die irdischen Götter des Geldes zunutze und will die Herrschaft eines winzigen Kerns von Elitemenschen sowie die Kontrolle über eine Welt ohne staatliche Grenzen. Diese gegensätzlichen Kräfte können nicht nebeneinander bestehen. Es ist ein brutaler Kampf, ohne Tabus, an dessen Ende es deshalb nur einen Sieger geben wird, weil beide Seiten tiefe und unerschütterliche Überzeugungen vertreten. Zurzeit verschärft sich die Lage, da die Fronten klar abgesteckt sind. Die NWO muss alles zerstören, was sich ihr entgegenstellt, sodass es keine Alternativen zu ihr gibt. Um das zu erreichen, gibt es für sie keine moralischen Grenzen. Ihr aktuelles Angriffsziel ist Russland. In diesem weltweiten Kampf nimmt jede Nation ihren Platz ein, sowohl innerhalb fester geografischer Grenzsteine als auch mit ihrem jeweils festgelegten Auftrag und ihren speziellen Fähigkeiten. Alle Nationen sind als Familien dazu bestimmt, im Einklang mit ihrer ureigenen Wesensart tätig zu sein, um an allen Orten Frieden und Fortschritt zu schaffen. Die biologischen Familien bilden hierbei das Kernstück, aus dem sich das Gesamtgefüge der nationalen Familie zusammensetzt. Sie alle sind geprägt durch Geschichten, Traditionen, Kulturen, Sprachen und einer direkten Verbindung zu ihren Vorfahren. Dies stellt keine weltfremde Auffassung eines Idealzustandes dar, sondern ein realistisches Bemühen darum, jede Generation ein Stück besser zu machen. Die NWO bewirkt das genaue Gegenteil. Gottes Augen blicken suchend auf diese Welt, um entschlossen handelnde Männer zu finden, die sein Volk anführen, in allen Angelegenheiten für klare Verhältnisse sorgen und die Stärke vermitteln. Diese Art von Mann ist die unmittelbare Fortführung, gleichsam ein lupenreiner Spiegel dessen, was für diesen Zweck bereits unter den verschiedensten Namen zum Einsatz kam. Der Geist des entschlossen handelnden Mannes ist nicht von dieser Welt und wird eigens für seine Aufgabe vorbereitet. Die NWO bedient sich der Formel eines großen Neustarts, The Great Reset, indem sie alles Bestehende zerstört und in dem so entstehenden Brachland ihre eigene Version völlig neu erschafft. Ein zum Mai 1945 in Hunger und Verwirrung niedergezwungenes Deutschland verkörperte das ideale Versuchslabor für diese Methoden. Nahezu jeder Experte, Wissenschaftler und Autor auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Gedankenkontrolle und Gehirnwäsche wurde an einen bestimmten Ort gerufen, Bletchley Park, um mit unbegrenzten finanziellen Mitteln ausgestattet nur ein erklärtes Ziel zu verfolgen: die Durchführung eines groß angelegten Versuchs, das stolze und aus seiner Tradition heraus starke deutsche Volk in das Gegenteil dessen umzuwandeln, was in seinem ursprünglichen Wesenskern angelegt war. Es galt, die Männer ihrer Männlichkeit zu berauben, die Frauen zu entmutigen und den Verstand jedes Kindes von Geburt an zu kontrollieren. Sollte das bei den Deutschen Erfolg haben, so würde es auch bei jedem anderen Volk gelingen. Covid war nur der jüngste Testlauf der NWO, auf den weitere Folgen werden.
So wird der nächste Versuch eine noch größere Angst und eine noch unfassbare absolute Unterwürfigkeit einfordern. Gott verabscheut die Ziele der NWO als das genaue Gegenteil dessen, was er liebt und geschaffen hat. William Toll.